Wandern durch die weite Welt. Perpedes, Perpedes, in unseren Taschen fehlt das Geld. So steht es, so steht es, und finden wie kein Nachtquartier. Geht vieles, und finden etwas anderes wie Fideles, Fideles. Ein freies Leben führen wir. Voll Wonne, voll Wonne, die Jugend ist so leier wie die Tonne, die Tonne. Wir streichen an der Gartenheck. Die Fiedel, wir streichen. Ich kann lang und singen, hey, ein Liedel, ein Liedel. Wir sind auf der Walz, vom Rhein nach der Pfalz, und suchen nach freundlichen Gaben. Wir sind auf der Walz, vom Rhein bis zur Pfalz, in Bayern, in Hessen und Schwaben. Wir singen, wie man es haben will. Stille, laut. Wir singen, wie der Vogel singt. Wir singen, wenn noch alt es klingt, bis helle Morgen graut. Das ist es. Spiele. Da wird sich die heilige Cäcilie unheimlich freuen. Und der Herr Domprobst erst. Der wird mich vor lauter Begeisterung aus seinem Tempel jagen. Das verstehe ich nicht. Mir gefällt es viel besser als der langweilige Bach und der Beethoven. Aber wen wundert's denn eigentlich? Verzeihung, ich mein ja bloß. Gell, Mädel, für einen Walzer tätst du alle Bach-Kantate hergeben. Und das im Haus vom Domkapellmeister. Nein, diese Jugend.
Morgen wird das da gespielt. Oh, Santa Cecilia, Cecilia, ora pro nobis, patrona in musica, ecclesia gloris. Das heißt, heilige Cecilie, Schutzpatronin der Musik. Liebs Herrgöttle von Biberach, aber das andere ist besser. Das mit der Hauspostilie. Einmal noch bitte. Hast du schon gemerkt? Komm, sing mit. O Cecilie, o Cecilie, was löst die Hauspostilie, wenn du dort an der Orgel schwitzt und dir der Schalk in auf, Mädle, haust mir das ganze Geschirr kaputt, Lumpenprinzessle. Meister, hättest du versprochen, das nicht mehr zu sagen? Was hab ich? Das mit dem Prinzessle, hättest du das vergessen? Ach ja, aber siehst halt so aus wie so richtiges Prinzessle. Bin aber keins, bloß arm. Arm, das stimmt, arm wie eine Kirchenmaus, aber unnötig, völlig unnötig. 10 Mark Lohn zahle ich dir im Monat. Komm, bring das einmal rüber. Na, was glaubst du, was andere Leute mit 10 Mark im Monat anfangen? Spare, denke ich, spare! Aber Kirchenmäus schmeißt ja alles Geld zum Fenster aus für Klump und Ruhestand für. Wenn wir die Mume alles abnehmen. Ach, Mume, hättest doch besser Mumie gesagt, der alte Geizkrager. Aber das sage ich dir, von deinem nächsten Lohn kriegt die nix. Nicht einmal einen Pfennig. Na, die verhaut mich, wenn die kein Geld sieht. Hallo, hallo, das wollen wir dann mal sehen. Du gehörst zu uns und du gehörst in mein Haus. Und bevor die Althex die haut, hau it, Althex. Und dann kommt sie gleich in den Backofen. Endlich was zu trinken. So weit sind wir schon. Säuft Wasser wie das liebe Vieh. Ich will ein Bier. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Jetzt hör mir deine Romantik auf. Ich bin müde, ich bin dreckig, mir tun die Füße weh. Ich will ein Bier, ein Bad und ein Bett. Bitte entschuldigen Sie, gibt's hier irgendein Gasthaus? Ja, hier ist ein sehr schönes. Ah, dann schau, Gasthaus zum Rössle. Ja, aber St. Peter ist doch viel schöner. Wir wollten doch kein Sizilienmeister. Ich geh mal nach St. Christoph. Oh nein, da ist mir zu viel Zeit. Ja, da kommen jetzt zwei für mich. Ah, oh, ja. Ja, grüß dich, Frau. Ja, grüß dich, Frau. Ja, grüß dich, Frau. Guten Tag, Frau. Ja, grüß Gott, Fräulein Gerbrot. Ja, wie Gott. Sicherlich, aber großartig. So fährt sie gleich jetzt immer wie letztes Jahr. Kommen Sie mit, Fräulein Gerbrot. Sieh mal, ist das wieder kompetent. Mein schönstes Fräulein, darf ich es wagen, Sie zu fragen, ob hier noch Zimmer frei sind? Verzeihen Sie bitte, mein Freund ist nur etwas müde im Kopf. Kirchisch-weiß gestrichen. Ich habe nichts mehr frei. Da steht machtlos, vis-à-vis. Oh, das ist aber schlimm. Glauben Sie, dass man hier irgendwo privat unterkommen kann? Wir kommen nämlich zum Cecilienfest. Wir sind arme Musikanten. Vielleicht hilft uns die heilige Cecilie. Der Excels ist prima. Dein Zukünftiger ist zu beneiden. Zukünftiger? Dass ich nicht lache. Nein, der hat gut lachen. Mir nimmt doch keine. Eine Prinzessin, das so ein Gesells auf den Tisch stellt. Ha, die nimmt doch jeder. Nicht schimpfen, Vaterle. Ich war noch beim Lohnen drüber. Liebe Leute, ist da was los?
Kein einziges Zimmer ist mehr frei. Alles besetzt. Schwätz doch langsam, du hast ja ganz rote Äpfel schon. Du, da sind zwei Musiker auftaucht. Die wählen zum Cäcilienfest. Habe ich recht gehört, Musiker? Und woher? Hat doch deinen Schnabel. Sind die vielleicht aus Stuttgart? Nein, so fein sind die nicht. Ganz runtergerissen und hungrig sehen sie aus. Und ich glaube, die sind per Pedes daher marschiert. Und jetzt ist kein Bett mehr frei. Jetzt dämmert's mir langsam. Und die Herren wollen wohl hier schlafen, was? Dürfen sie reinholen? Jetzt leg mir, jetzt kann ich gar nicht mehr. Die sind wohl schon vor der Tür. Was? Ja, und schwätze die ganze Zeit bloß von ihrem großen Durst. Dann sind's Musiker. Bärbele, hol den Wein rauf und lass rein die Notenakrobate. Jetzt muss ich hier was kochen. Kommt rein, gib es den Stock her. Ich helfe Ihnen. Danke. Aber putzt eure Schuhe ab. Wir haben einen gepflegten Haushalt. Da. Ja, recht hat sie. Entschuldigen Sie, Herr Domkapellmann. Mit dem grünen Laudebändele. Seid ihr tatsächlich bis hierher gelaufen? Warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Habe schon 3 Kilo abgenommen. Wo kommen Sie denn her? Aus Berlin. Heiliges Blechle. Wir sind auf der Walz, vom Rhein nach der Pfalz und suchen nach freundlichen Gaben. Wir sind auf der Walz, vom Rhein bis zu Pfalz, in Bayern, in Hessen und Schwaben. Wir singen, wie man es haben will. Wir singen manchmal zu laute Still und dann in der Stille laut. Wir singen, wie der Vogel singt. Wir singen, wenn auch falsch es klingt, bis helle Morgen graut. Das ist der richtige Musikus, den niemals Sorgen drücken. Verweigert das eine milden Kuss, wird's bei der anderen glücken. Das ist der richtige Musikant, der wandert auf löchrigen Sohlen, durch Stadt und Land verbannt und verkannt, wird endlich der Teufel ihn holen. Das ist ein Spackelkrüppel, mag's euch der Herrgott segnen, nimmt es durch euer Äppel von Sonnenschein auf Regen. Sind Sie nun Kollegen, die sich einen Spaß machen, oder wie ist das? Das ist eine sehr lange Geschichte, Herr Domkapellmeister. Aber wenn Sie uns wirklich aufnehmen könnten, wären wir Ihnen sehr dankbar. Na schön, nehmt Platz. Und Ihr Weibsleut sorgt fürs Gastzimmer und für was Gutes zu essen. Du weißt schon, Bärbele. Ihnen verdanken wir diese freundliche Aufnahme. Darf ich Ihre Hand küssen? Hanno? Wir sind doch nicht in Wien. Komm, Bärbel, wir gehen in die Küche. Augenblick. Man kann nie wissen. Ein sympathisches Mädchen. Bitte schön, bitte. Danke. Sie rauchen doch. Gerne, gerne. Bitte bedienen Sie sich selbst. So. Das ist ja nicht zu fassen. Jetzt haben die Weibsleute mir meine Zigarre verschoben. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Da haben wir Glück gehabt, was? Ich will kein Glück haben. Ich will nach Hause in meine Wohnung, in mein schönes Bett, in mein Auto vor meinen Kleiderschrank und dreimal täglich ein frisches Hemd anziehen zum Donnerwetter nochmal. Hier den Wandervogel markieren, bloß weil du verrückt spielst. Habe ich das nötig gehabt? Dann fahr doch nach Berlin zurück. Wer hält dich hier? Ich doch nicht. Nein, du nicht, aber... Aha! Jetzt kommt es raus.
Balvine hat dich beauftragt, mich zu bewachen. Und du, verliebt wie du bist, hast es ihr versprochen. Mensch, erst bin ich auf sie geflogen, weil eben jeder auf sie fliegt. Und jetzt auch noch du. Oh, da sind sie ja. Und direkt neben dem Kaffee. Na, wenn die jetzt nach Kaffee schmeckt. Oder der Kaffee nach Zigarre. Das ist mir wurscht. Du, Vater, da draußen gibt's Krach. Jetzt guck mal da. Du bist doch ein kleines, liebes Juderle. Doch. Sie kann es bloß nicht ertragen, dass ich sie durchschaut und Schluss gemacht habe. Du tust mal wie eine Unrecht. Sie liebt dich. Ach, die weiß doch gar nicht, was Liebe ist. So, habt ihr ein bisschen gestritten, was? Natürlich. Über Musik. Musiker streiten immer. Klassiker gegen Moderne, was? Nein, mein Freund erfindet ganze Opern. Neben dem Kaffee direkt diese Weibsleute. Was haben Sie gesagt? Er will eine Oper schreiben. Recht hat er. Seit dem Rosenkavalier ist sowieso nichts Gescheites mehr geschrieben worden. So eine richtige Publikumsoper. Um was für ein Thema handelt es sich denn? Sie soll heißen, das Herz einer Frau. So, da mache ich wohl besser eine Operette draus. Abwarten, meine Herren. Wissen Sie, das Herz einer Frau ist wie eine Wurst. Man weiß nie, was drin ist. Ich würde sagen, das Herz einer Frau ist wie ein Diamant. Man weiß nie, ob er echt ist. Oi. Also passen Sie mal auf. Ja. Ein junger Mann, reich, unabhängig, verliebt sich in ein schönes Mädchen. Sie flirtet ein bisschen. Ein bisschen viel. Das erträgt der Mann nicht. Er geht weg. Er wandert wie ein Handwerksbursche über die Landstraßen, schläft in Scheunen, trinkt Wasser. Oh, Wasser. Unser Wasser ist gut. Aber wahrscheinlicher ist, dass ihr Held in einer Weinstube Liedle singt. Woher wissen Sie denn das? Ich hab's auch schon probiert. Mit einer Oper. Ach du lieber Gott. Aber eins habe ich noch nicht kapiert. Was haben Sie eigentlich damit zu tun? Er spielt den Privatdetektiv einer Dame, die mich beobachten lässt. Ich sag's ja, diese Weibsleute. Ach, sie sind nur mal da. Und sie haben sogar die Majorität. Und manchmal braucht man sie auch. Ganz dringend. Ach, die Weiber sind ein Übel, sie sind eine Plag. Wie ich hin und her auch grübel, ich doch stets das eine sag. Alle, hol der Teufel, nehm sie in Beschlag. Doch daran ich tag noch zweifel, ob er sie noch mag. Glaub ich, dass ich Märchendichte nur zum Zeitvertreib. Blättert in der Weltgeschichte, alles umlischt hab vom Wein. Schon die alten Griechen warmen um die Helena. Und die Römer sie verdarben, schmachtend nach Kleopatra. Sei's im Osten, sei's im Westen, immer kosten sie die Westen. Sie plündern unseren Seel und Leib, der Mann stirbt an dem Wein. Sei's im Norden, sei's im Süden, immer Norden, sie die Nieden. Sie machen jedem Mann zum netten Schächer ein Geschenk. Kinder, hört mich an. Ich bin ein alter Mann, hab hinterm Ofen gesessen, mein Sprüchle nie vergessen. Die Weibsleut, die sind eine Brut, aber gut, aber gut, das liegt bei ihnen schon im Blut. Sie sind gut, oh wie gut, und bringen sie uns oft in Wut. Man wird gut, wieder gut, die Frau ist immer absolut. Denn sie ist gut, so gut, die Weibsleute, die sind eine Brut.
Papa? Da bin ich. Guten Tag. Ich habe ein Zimmer bestellt, telegrafisch, aus Berlin. Ah, das sind Sie's, Fräulein von Hainau. Ja, wenn's recht ist. Und das sind meine Koffer. Freut mich sehr, gnädiges Fräulein. Darf ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen? Aber gern. Bitte schön. Da lang, bitte schön. Da, das Treppelchen auf, bitte. Danke. Herr Bürgermeister, soll ich den Brief gleich hier bringen? Ach, Text, kein Wasser. Helf lieber den Koffer auftragen. Aber man ist doch ein Express mit persönlicher Zustellung. Sie soll herkommen und soll den abholen. Los, ich habe jetzt. Na, wie finden wir die Fräulein? Aber gern. Grüß Gott, Fräulein Lourdes. Grüß Gott. Wir haben Gäste gekriegt und brauchen dringend noch was zu essen. Ja, freilich, komm nur. Wer war denn das gerade? Die Dame? Das war eine adlige Dame aus Berlin. Ja, morgen ist er Hochamt im Dom. Das hält der Herr Dompropst persönlich ab. Ach. Dafür hat unser Domkapellmeister extra eine Messe komponiert. Jedes Jahr, naja, da kannst du nichts machen. Da stehst du machtlos vis-à-vis. Ja, mir haben Freunde geraten, hierher zu fahren. Es wäre etwas Einmaliges. Ja, wie sind Sie, unser Domkapellmeister hätte es weit bringen können. Aber dann hat er hier ein Reichsmädchen geheiratet, hat sich hier festgesetzt und da ist seine Frau gestorben. Und jetzt sagt er immer nur, da kannst du nichts machen, da stehst du machtlos vis-à-vis. Und am Vorabend, da ist dann ein großes Volksfest mit Tanz. Da gibt es dann immer eine jösmäßige Rauferei. Eine was? Jesusmäßige Rauferei. Na nun, warum denn? Ja, weil am Sezilientag, da dürfen sich die Mädler ihre Tänzer selber wählen. Aha. Umgekehrt halt, nicht? Ach, Damenwahl. Damenwahl, ja. Aber noch. Ach, na prima, da werde ich mir morgen auch meinen Tänzer wählen. In Ihrem Prospekt steht, dass hier alle in Tracht kommen. Kann man sich hier eine kaufen? Ja, vielleicht leiht Ihnen unser Domkapellmeister eine. Der hat eine ganze Sammlung. Ah ja. Ja, Antiquitäten. Oh. Ja, das ist der reichste Steuerzahler hier in der ganzen Gegend. Oh. Ja, für seine Tantiemen. Für was? Tantiemen. Für seine geistliche Musik. Du darfst dich vom Vater nicht so ausnitzen lassen, Theo. Schließlich gehörst du nicht zum Gasthaus, sondern zum Gemeindeamt. Nein, ich bin hier bloß der Schreiber. Wenn ich hier mal Vorschläge mache, dass man mit der Zeit gehen muss, gell? Der hört mir gar nicht zu. Ich meine, ich habe ihn sehr gern, aber er will ja alles selber machen. Und du weißt ja, was manchmal dabei rauskommt. Eben drum sollst du ihm zeigen, dass du nicht bloß ein Schreiber bist. Hm. Der traut sich das nicht, wo er da so verknallt ist in sie. Ach, die schwätzt raus. Etwa nicht? Ah, das weiß ich ja. Eben drum sollst du ihm zeigen, dass du kein Hausknecht bist. Er schreibt ja sogar fürs Kreisblatt. Hm. Und er macht Gedichte. Jetzt kann ich gar nicht mehr. Sie sind der Dichter? Ha, und was für einer. Und jetzt mach, dass du heimkommst. Lola, ich muss dir was sagen. Hm? Also der Artikel neulich im Blättle, wegen der Neuwahl zum Bürgermeister, gell? Ich meine, dass der Römer besser dazu passen täte. Hm? Ich meine, wie dein Vater, gell? Der ist von mir. Ah, Bärbele, bleib nun da. Die Dame möchte gern zum Blasius. Nehmen Sie gleich mit. Blasius heißt nämlich unser Domkapellmeister mit Vornamen. Blasius Römer. Mhm. Und das ist sein kleiner Hausgeist. Unser Lumpenprinzessle. Das ist aber nicht nett von Ihnen, dass ich das sage. Vor mir brauchen Sie sich doch nicht zu genieren. Auch wenn der Bürgermeister einen kleinen Spaß macht. Doch, nur ist recht. Na, nur warum denn? Weil Sie so nobel sind und so gut riechen. Was spätst denn da? So was sagt man doch nicht. Auf alle Fälle nicht so laut. Hm? Jetzt aber stimmt. Ich glaube, nun ist besser, wir gehen. Saublät. Der Weg ist ein bisschen unangenehm. Wie bitte? Der Weg ist ein bisschen steil, aber viel kürzer. Also ich finde den Weg sehr hübsch. Danke. Werden Sie sich morgen auch Ihren Tänzer aussuchen? Ich? Oh je, mir lasse die Kerle doch gar nicht nein. Warum denn? Weil Sie das Lumpenprinzesschen sind? Hm. Oh Gott, weil ich halt arm bin. Wissen Sie, ihr habt keinen Vater. Ich meine, natürlich habe ich einen. Aber meine Mumme, bei Ihnen in Berlin sagt man wohl Tante dazu, bei der bin ich aufgewachsen. Die heißen die Leute halt einfach Tex. Die hat einmal gesagt, mein Vater wäre Prinz. Aber das war natürlich bloß Spaß. Aber seither heiße ich halt so. Bloß,
Jetzt bin ich ja schon alt. Und jetzt ist eigentlich kein Spaß mehr. Du müsstest hier raus, glaube ich. Da sind wir. Das ist ja entzückend hier. Und das ist unser Küchengärtel. Gut riecht das hier. Und da wohnt der Herr Dompropst. Und das sind wir. Meister! Hast du alles gekriegt? Ja. Ist der Vater daheim? Ja, natürlich. Meister, der Herr Bürgermeister schickt Ihnen eine Dame. Guten Tag. Bitte verzeihen Sie die Störung, Herr. Malvine. Fräulein von Hainau. Ach, die Herrschaften kennen sich? Nein. Ja. Bitte verzeihen Sie, Herr Domkapellmeister, wenn ich Sie so überfalle. Aber ich habe eine große Bitte. Meinen Namen haben Sie ja eben gehört von Herrn Löwenherz. Ach, sehr angenehm. Stein, bitte. Löwenstein. Die Dame ist ein Spaßvögelchen. Die ist schick, hä? Saumäßig schick. Jetzt warte mal die Tür zu, aber von draußen. Unsere Gäste wollen schließlich was zu essen haben. Schau. Von hinten ist sie noch schicker. Nehmen Sie doch Platz, Fräulein von Hainau. Dankeschön. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Der Herr Wirt sagte mir, Sie hätten eine wundervolle Sammlung von Schwarzwaldtrachten. Da hat er recht. Das ist so eine Art Liebhaberei von mir. Mhm. Aber verkaufe du ihr nichts. Ich will Ihnen auch nichts abkaufen. Ich möchte Sie nur bitten, mir ein hübsches Kostüm zum Cäcilienfest zu leihen. Ich will mir morgen meinen Tänzer aussuchen. Das kann ja gut werden. Und wenn ich Ihnen ein Kostüm gebe, dann... Dann bekommen Sie einen Kuss. Einverstanden. Sie kann's nicht lassen. Warum denn zwei? Ich brauche zwei Kostüme. Warum denn das? Für mich und fürs Lumpenprinzessel. Hanno, soll die etwa Hofdame spielen? Das Lumpenprinzessel, das gibt ja einen Mordspaß. Ich hoffe, für mich und für die Kleine. Ich glaube, sie hat es wirklich verdient. Ja, ja. Kann ich also die Kostüme haben? Natürlich gern. Bloß, ich hab das Zeugs auf dem Dachboden. Aber die Kleine kann mir ja behilflich sein. In einer Viertelstunde bin ich wieder da. Danke. Hermele, komm mal her. Na, Richard Löwenherz, so stumm. Haben Sie mir denn gar nichts zu sagen? Ich finde keine Worte. Und das will bei mir was heißen. Ich rede sogar im Schlaf. Na, dann fangen wir doch endlich an. Mein Fräulein, ach, ich warne Sie, man kommt nicht weit mit Koketterie. Ich sag's ganz ohne Prüderie. Ehrlich, offen, ohne Trug, mit dem Spiel sei es genug. Oh, mein Herrchen, das verstehen Sie nicht. Sie sprechen, wie der Blinde spricht. Und warum ohne Augenlicht? Liebes Kälte, bald man spürt, wenn man nicht das Feuer schürt. Lass zu viel nicht in die Glut, denn Übermut tut nicht gut. Die Flamme verbrennt ohne Segel bald die Flügel. Ich danke für Ihren Rat, er führt nicht zum Resultat. Die Frau regiert, die euch dressiert und kokettiert. Was wäre das Leben ohne Sinn? Ohne die Koketterie. Lockende Augen, voll das Irrieren, leuchten uns tief ins Herz hinein.
sie stehen nicht in meinem Bann. Ich wette, fand ich's klug nur an, zwing ich sie mit einem Blick, wenn ich ihn überschick. Malvin, es ist vergebene Mühe, ich hüte mich, ich kenne sie, ich bin gefeit vor Koketterie. Sobald mir zu Füßen mich zu küssen. Ach, sehen Sie mich nicht so an, ich bin zwar ein starker Mann, doch schwach man wird und ganz verwirrt, wenn ihr so wird. Wer bliebe wohl standhaft gegen Sie? Gegen die Koketterie. Locken die Augen, voll, dass sie ringen. Leuchten euch tief ins Herz hinein. Glühende Blicke wecken das Sinnen. Nach einem süßen Stern. So was haben Sie überhaupt noch nicht angehabt. Ach, ist das schön. Oh, glauben Sie, das wird mich kleiden? Oh, die heilige Cecilie wird grün und gelb verneint. Oh. Und die ist gewiss die schönste Heilige im ganzen Himmel. Ach, und das erst? Oh, schade, das ist mir zu klein. Das habe ich gleich gesagt. Aber der Meister hat es ums Verrecken mitnehmen wollen. Du musst ein bisschen gewählt ausdrücken. Das ist für eine Prinzessin. Ja, fürs Lumpe. Das wollen wir nicht mehr sagen. Das ist für dich. Heiligsblechle, das soll ich tragen. Ist das wahr? Ja, und in Kirch auch. Aber vor allem morgen Abend. Schön sollst du dich machen und dir einen Tänzer wählen. Ja, aber die lasse mir doch gar nicht nein. Na, wenn sie mit mir gehen, das wollen wir doch mal sehen. Sie nehmen mich mit? Ja. Sie persönlich? Mhm. Oh, danke. Jetzt wird's nicht so viel. Pack das Zeug zusammen und geh rüber ins Restle. Und leg's aufs Zimmer von dem Fräulein. Ich bin ganz gerührt. Donnerwetter, heiliger Strohsack. Ich müsste schon längst auf der Probe sein. Na, das kommt davon, wenn eine Schönheitskönigin ins Haus schneit. Ich komme mit. Darf ich zuhören? Ich auch. Selbstverständlich. Herr Römer, ich war gerade im Dom. Alles wartet schon. Ja. Na, dann schreiben Sie mal in Ihrer Oper weiter. Vielleicht ist das Herz einer Frau fertig, bis wir zurückkommen. Wiedersehen. Ich bin unschuldig. Ja, da staunst du was. Wollen wir nicht ins Wohnzimmer gehen? Na klar. Woher weißt du eigentlich, dass ich hier bin? Mein Kommissar hat's rausgekriegt. Und warum bist du gekommen? Weil hier morgen Damenball ist. Aber du weißt doch, es ist aus. Endgültig aus. Sag mal, was meint denn der Römer mit dem Herz einer Frau? So heißt meine neue Oper.
Ach, gleich eine Oper? Wie fürchterlich. Der Höllerrache kocht in meinem Herzen. Nimm's doch leicht, Hans. Wir haben's ein bisschen gezankt, na und? Muss denn die Lieb stets Tragödie sein? Oh nein, oh nein, oh nein. Ist sie nicht auch zum Vergnügen da? Oh ja, oh ja, oh ja. Lache, lass lieber genießen. Das lass dich niemals verdrießen. Sich nehmen und sich geben heißt Leben. Doch wieder lieben und schieben, nicht nur mit einem, mit vielen. Da geht die Liebe zunicht, da reicht die Schweigen verzicht. Ich weite ihnen mein Leben, war ihnen treu und ergeben. Sie trieben mit mir ihr Spiel, nun wär's mir endlich zu viel. Muss denn die Lieb stets Tragödie sein? Oh nein, ist sie nicht auch zum Vergnügen da? Oh ja, lache, lass Leben genießen, das lass dich niemals verdrießen. Morgen ist Damenwahl und morgen tanzt du mit mir. Ihr dürft mir nicht davonlaufen. Ihr müsst schön gleichmäßig singen. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Schön langsam. Ausgange. Oh je, hab's Nachfüllen vergessen. Morgen werde ich schön sein. Ob er mit mir tanzen tät, der Blasius? Blasius Röme, Domkapellmeister. Warum kann er nicht mein Vater sein? Eigentlich ist das ja. Darf ich um einen Tanz bitten, Herr Domkapellmeister? Schöne Tänzer, du entschwindest, wenn ich nach dir greifen tue. Wie du dich auch drehst und windest, das musst du, wie ich greife, tun. Oh,
ich jemand so umarmt hat. So ein junges Ding. Da wachen alle Geister wieder auf. Musik und Liebe. Verlangen. Bärbele. Bärbele, Mädle. Heute will ich es Ihnen zeigen. Heute greife ich in die Tasten, dass die Orgelpfeifen jubilieren. Seid schon alle auf? Mitten in der Nacht? Mir schmück ins Haus. Und den Tanzplatz für die Damenwahl. Und bei schlechtem Wetter wird im Saale gewählt. Hast schon wieder schöne Augen gemacht. Ja, du heiliges Blechle. Herr Wirt? Ah, guten Morgen. Ich möchte heute Abend der Dame, die da oben wohnt, ein Ständchen bringen. Mit Fackelzug oder so. Haben Sie was dagegen? Nein, aber das müssen Sie beim Bürgermeister anmelden. Wird gemacht. Wer ist denn hier der Bürgermeister? Der bin ich. Ah. Er hat Polizei mich sehr erfragen. Ah, gut, gut. Mhm. Wer ist denn der Polizeipräsident? Der bin auch ich. Ah. Und Feuerwehr ist ja auch Verständiger. Natürlich. Wer ist denn hier der Feuerwehrhauptmann? Hm? Auch ich. Ja, sehen Sie denn etwas hier nicht? Ja, die Messe in der Kirche, die liest der andere. Da kann ich nichts machen, da stehe ich machtlos vis-à-vis. Oh. Denn so was im 20. Jahrhundert ist ja tot schick. Vater, Vater, da hab ich Mumie ist da. Und Kinder auf das Text schon die ganze Straße runter. Aufhören! Aufhören, sag ich! Hannel bringt Tex, ich mein Mumie von unserem Bärbel zu uns heim. Und ihr geht's auch nach Hause. Aber schnell, sonst setzt was. Und ihr passt besser auf eure Kinder auf. Hex. Aberglaube, unglaublicher. Und was soll die dazu sagen? Fort mit euch! Großartig, Kompliment. Haben Sie wirklich großartig gemacht, lieber Mann. Hat mir fabelhaft imponiert. Spreche Ihnen meine Anerkennung aus. Mit wem habe ich das Vergnügen? Schmusheim. Erich Ewald Schmusheim. In Firma Schmusheim und Schmusheim. Kunstfleisch. En gros und en detail. Kunstfleisch, gibt's denn das? Naja, früher machten wir eher in Kunstdünger. Nicht heute machen wir, wie gesagt, Kunstfleisch aus Algen. Hochinteressant. Das schmeckt wie Fleisch, riecht wie Fleisch, ist aber Gemüse. Und gesund ist es. Und gesundes Geschäft ist es natürlich auch. Ja, entschuldigen Sie mal bitte, ich muss in den Dom. Ach, Sie sind katholisch? Aber nicht doch. Katholisch? Nee, im Gegenteil. Bloß im Schwarzwaldführer steht wundervoller alter Dom. Na, den muss ich mir doch ansehen für mein Geld. Und dann steht da noch Kirchenmusik unter Leitung des bekannten Komponisten und Domkapellmeisters Blasius Römer. Na, die muss ich mir doch auch anhören. Ein Mensch, der Blasius heißt. Blasius. Wo gibt's denn sowas? Na, hier.
Du, Vater, wer war denn der komische Kerl, der da gerade angequatscht hat? Waschechter Berliner, so einer aus dem Witzblättle. So, und nun zu uns zwei. Was soll denn das am Cäcilietag hier im Ort rumdappen, wo Alice unterwegs ist? Die Welt wird jeden Tag schlechter. Das weiß ja jedes Kind. Sollen wir da vielleicht ducken vor dem Gesindel? Wenn ihnen was fehlt, schleichen sie nachts an dir und verlangen meine Kräutle. Zaubertee, sagen sie dazu. Aber bei Tag will es noch keiner gewesen sein. Feigspack. Ich soll mir bei unserem sogenannten Bürgermeister einen Brief abholen. Vormundschaftsgericht und so Zeugs. Alles mit dem Bärbele. Und 10 Mark Lohn krieg ich auch noch für den letzten Monat. Für die 10 Mark kauft meine Tochter dem Bärbel ein neues Kleid, damit sie nämlich als Lumperprinzessin runterkommt. Lieber Freund, das Geld krieg ich. Das ist so abgemacht. Ich spare und spare dem Bärbel sein Geld, dass er mal im Nahen kriegt. Ohne Geld kriegt sie doch keinen. Ich kenn doch die Bagage. Els, langsam. Das Bärbel kriegt den Mann. Und einen, der weiß, was er wert ist. Und dem's auf den Zaster nicht ankommt. Jetzt guck auch da noch. Das hört sich ja gerade so an, als ob das Mannsbild schon da wäre. Es ist nichts unmöglich auf der Welt. Könnte ja einer in der beste Jahr sein. Die beste Jahr, Herr Domkapellmeister, sind nicht mehr die guten Jahr. Ich habe da so einen alten Äpfelbaum in meinem Garten. Ah, was? Alter Äpfelbaum, was kommt mir alter Baum an? Manchmal fängt er noch im Herbst zum Blühen an. Johannistrieb heißt mir das. Aber die Blüten welken über Nacht. Krieg ich jetzt meine 10 Mark? Ich will Ihnen was sagen. Nix kriegen Sie. Rein gar nichts. Ja, hast schon wieder die Leute durcheinander gebracht. Soll er vielleicht schon einen Darm auf den Hals schicken, dass er den dein Hexenhäusle abführt? Ha? Ich gang ja schon schuldes. Aber vielleicht gibt's bald einen anderen Bürgermeister, der für Ordnung sorgt. Au, jetzt verzieh dich aber ganz schnell. Und morgen kommst du ins Amt, verstanden? Ja. Gangen Sie lieber hinterrum über den Friedhof. Es ist wirklich besser. Ja, es ist eben dran, du. Die Leute wollen dich zum Bürgermeister wählen. Mhm. Da hat so ein Hogler über dich geschrieben. Da kannst du nichts machen. Da stehst du machtlos vis-à-vis. Aber wenn ich den verwiss. Aber du lehnst ab, gell? Mhm. Ja, schon aus Freundschaft. Ja. Mhm. Ist sie weg? Ich glaube ja. Sie ist hinterrum über den Friedhof gegangen. Nun komm, hab keine Angst. Vielleicht haben sie schon angefangen. Geh du voraus. Wenn's ruhig ist, komm ich nach. Hallo? 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 Hallo, mein Ort. Ich melde mich sofort. Hier ist Anschluss. Bitte, bitte. Hier, Richard der Dritte. Flink durchs kleine Städel, um die Straßeneck. Husch das Schwarzwaldmädel, wie vors Haus die Schneck. Gucket links und gucket rechts, wie die Wolke zieht. Denkt nichts Gutes und denkt nichts Schlechtes, summet sich ein Lied. Donnerwetter, Donnerwetter, die ist famos. Wenn die Sonne am Himmel lacht, rauscht das Kleid im Schrank, lockt die holde Frühlingspracht von der Ofenbank. Putzt dich Mähen und Stolzier, froh durch Wald und Feld, bald wird dich ein Kavalier in die Märchenwelt. Donnerwetter, Donnerwetter, die ist grandios. Bauernstaat historisch echt, Tracht so schau ich heut. Ja, das Sprichwort hat wohl recht, Kleider machen Leut. Rustikal erschein ich hier, ratet wer ich bin. Wer vermutet wohl in mir, die Berlinerin? Donnerwetter, Donnerwetter, die ist kolossal. Ich kann mit Paris mich vergleichen. Welcher soll den Apfel ich nun reichen? Ja, welcher, welcher? Mädchen aus dem schwarzen Wald, ihr süßen kleinen Schätzle,
Schmeichel, Ketzle, gib ein Schmetzel, seid doch nicht so kalt. Dann so was. Einmalig. Herr Domkapellmeister, ich bin ja begeistert. Also, Mann, haben Sie gespielt. Wie ein junger Jott. Lassen Sie sich umärmeln. Du schick ist es. Also, Sie sind der Johann Strauß der Kirchenmusik. Entschuldigung, wenn ich auf der Straße vorhin ein bisschen rüblich zu Ihnen war. Sie haben gerade noch gefehlt. So, ja, das habe ich mir doch gleich gedacht. Nun lassen Sie unseren Domkapellmeister mal am Leben. Aber ich werde ihn doch noch zur Pülliken Sekt einladen dürfen. Da kann auch eure Heilizenz hier nicht dagegen haben. Aber Richard, Sie glauben mir nicht? Nicht ein Wort. Sie haben irgendeine Teufelei vor. Das sehe ich Ihnen an. Aber Richard, der Teufel ist ein Mann. Da habe ich andere Erfahrungen. Aber noch nicht mit mir. Wahrscheinlich ist Hans in der Nähe und Sie wollen ihn eifersüchtig machen mit mir als Versuchskaninchen. Sie sind ungerecht. Lassen Sie mich mit meinem Schmerz allein. Ja, vielleicht nehmen wir diesen Tisch. So. Naja, er liegt da. Damit fangen Sie mich nicht. Ich kenne das. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Strohtrocken. Oh, Richard.
Mein Herz wird brechen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Glaube an mich und meine Liebe. Das ist die wahre Liebe. Ja, da kommt ja schon das Schöpfchen. Das ist die wahre Liebe. Richard, ich weiß, du liebst mich. Seit wann weißt du das? Seit der Tanzstunde. Weißt du noch, wie du mir beim Tango immer auf die Füße getreten hast? Ja. Und beim Nachhausegehen, da habe ich dich geküsst. Ja. Sag mal, war ich eigentlich die Erste, die du geküsst hast? Wieso? Habe ich mich so dusselig angestellt? Ich liebte manche Frau schon. Durchs ganze Alphabet. Anna, Betty, Zilli und Dorette, Fritzi, Gusti, Hanni und Jeanette, Carolina, Luna, Mizzinina, Paula, Rosa, Susi und die Tina, Ursula, Veronika und Serbinet. Kurz, ich liebe alle durch, von A bis Z. Sie schießen jetzt, mein Freund, ich wett, bald übers Ziel. Denn alle Frauen von A bis Z, das wär ein bisschen viel. Die Zahl der Frauen ist unerreicht, die ich gekannt. Es waren wohl noch mehr vielleicht, als ich genannt. Doch so eine fand ich noch nie, wie sie. Du kehrst bei jeder Blüte ein und rauchst der Liebe Honig sein. Malvine, ach Malvine, du bist wie eine Mine. Naht man sich dir von weitem los, dann gehst du los. Malvine, ach Malvine, du bist wie eine Biene. Du kehrst bei jeder Blüte ein und rauchst der Liebe Honig sein. Malvine, ach Malvine, du bist wie eine Mine. Naht man sich dir von weitem los, dann gehst du los. Ist ja nur fürs Familienheim. Bitte. Ich führte manchen Mann schon so an der Nase rum. Anton, Bertram, Cäsar und Emil, Friedrich, Gustav, Hugo und Schlemiel, Alexander, Bruno, Victor, Leo, Eddie, Franz, Matthias und den Theo. Nur ein Spielzeug war mir stets der Mann. Und jetzt kommt auch noch der Richard dran. Sie schneiden auf, man hört es klar, gestehen sie's ein. Sie übertreiben offenbar, ich fall nicht darauf rein. Die Männer sind bestimmt dafür nur auf der Welt, damit die Frau sie nach Gebühr zum Narren hält. Doch so einen fand ich noch nie. Kehrst bei jeder Blüte ein und raubst der Liebe Honig sein. Malvine, ach Malvine, du bist wie eine Mine. Naht man sich dir von weitem los, dann gehst du los. Malvine, ach Malvine, du bist wie eine Mine. Du kehrst bei jeder Blüte ein und raubst der Liebe Honig sein. Bärbel, kommen Sie doch her, trinken Sie ein Glas mit uns. Wo springst du denn hin? Rein! Naht man sich dir von weiter los, dann gehst du los!
siehst denn du aus? Ja, bist du denn total übergeschnappt? Dein gutes Geld an so einen blonden Arzt hängen? Das ist alles bloß geliehen, glaub mir's. Von der Dame, die will mich zum Tanzen mitnehmen. Was? Höre recht, zum Tanzen? Und die Kerle Augen machen? Ah, Wille! Nein! Na du! Zeige! Kinderspiele! Nein, bitte nicht schlagen! Gib das Ding her! Das gehört doch gar nicht mir! Gib das Ding her! Doch mal. Ihr werdet es zeigen! Du Lumpedock, du! Oh, meine Hühner! Au! Au! Elendige Lumpedock! Au! Was fällt Ihnen denn ein? Sie schlagen ein Kind. Kind? Lass ihn nicht lachen. Zum Donnerwetter, was hat sie Ihnen denn getan? In denen Fasenslumber will sie zum Tanz des Lumberdierle des Elendig. Wenn Sie alle Mädchen dafür bestrafen wollten, dann hätten Sie viel zu tun. Ach, die andere gäbe mir nichts an. Aber für das Kind meiner Schwester selig und für der ihr Ehr und guter Ruf bin ich dem lieben Herrgott verantwortlich. Na, 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 na. Der liebe Gott wird die Sache nicht halb so tragisch nehmen wie Sie. Das Kleid ist wunderschön. Ich hätte dich beinahe nicht erkannt. Das glaube ich gleich. Sie haben ja bloß Augen für die schöne Dame aus Berlin. Nee, mit der bin ich natürlich gar nichts. Da irrst du dich aber gewaltig. Frechs Ding. Und Sie, meine Dame, waren Sie nicht auch mal jung? Ich kann mich nicht erinnern. Aber dass damals alles besser war als heute, daran erinnern Sie sich noch wie? Dass man damals anständiger angezogen war, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Und ist das Kleid, das Fräulein Bärbel trägt, nicht auch aus der guten alten Zeit? Und gab's früher nicht auch junge Mädchen, die gern zum Tanzen gingen? Und haben's die Eltern verboten, dann sind sie heimlich aus dem Fenster geklettert oder haben bei einer Freundin übernachtet und sind einfach davongegangen. Und Sie wollen, dass Bärbel es heute wieder so macht? Bloß weil Sie es ihr verbieten? Vielleicht hätten Sie gar nicht so unrecht. Ich bin auch schon aus dem Fenster gesprungen. Was? Das haben Sie wirklich gemacht? Ja. Und das geben Sie sogar zu? Dann sind Sie die reizendste alte Dame, die ich kenne. Oh je, jetzt gehe ich heim. Also, Mädle, tanz, wenn Sie den einlassen. Das soll meine Sorge sein. Ihnen vertraue ich die gerade an. Ich kenne Menschen. Ich bin ja Hex. Oh. Danke. Danke. Bitte, bitte. Gern geschehen. Ich wusste gar nicht, dass du aus so einer feinen Familie bist, Bärbel. Deine Muhme ist eine Hexe. Alle Achtung. Dann gehöre sie aber auch zu der feinen Familie. Sie sind ja richtiger Hexemeister. Na, dann müsse sie der Muhme schon arg gut gefallen haben. Sicher haben sie saumäßig viel Glück bei der Damenwelt. Ja, besonders bei den Damen über 60. Da sind sie. Unser Berliner sucht dringend einen Saufkumpan. Und ihr Freund sucht sie auch schon. Ihre Oper muss doch weitergehen. Wenn's sein muss. Addio! Addio! Wiedersehen, Bärbel. Wiedersehen. Halt mal. Was sind denn das für Mucke? Der ganze Tag springst du von mir davor. Hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen? Mhm. Dann schwätz schon, komm. Wegen dem Kissler halt, gestern. Hanno, komm, setz dir mal her. Wie ist denn das so plötzlich gekommen? Kannst du mir so ruhig sagen. Wenn ihr das nur wüsst, es ist als viel auf einmal. Erst das Kleid, dann die Freude. Gefällt Ihnen das Kleidle? Hm? Mhm. Gell, da gucke da. Kerle werden das Maul und Auge aufreißen. Das sage doch, dass der Jahr mit keinem tanzt. Bei der Verwandtschaft? Mit einer Hex? Die nimmt doch keiner. Gerade der, den ich möchte, das ist ein besonders würdiger Herr. Der ganze Respekt wäre beim Teufel. Nicht einmal so ein kleines bisschen. Alle werden sie sich drehen, als mein Mann die Geigen stimmt. Ich nur werde im Winkel stehen. Keinen hab ich, der mich nimmt. Tät mich auch gern mal schwinge, willst du denn auch lustig sein? Tät gehirn ein Habe springe, und steht auch so ganz allein. So leid wirst du, es geht nicht gut. Ich als Das merken wir, muss wahr.
Spätzin find ihr Spätzle, jedes Öchsle hat sein Kuh, jedes Mädle hat sein Schätzle, suche nur, dann findest du. Paarweis ist die Welt erschaffe, Elefant so wie die Maus und die Mänze wie die Affe. Sterbe darum nimmer aus. Was nützt das mir? Ich steh doch hier, als einsam Jünglein. Hab keinen Mann und tanzen kann ich doch nicht allein. Ich kann's doch nicht riskieren, Tanze führen. Erklingen zum Tanze die Geigen, wie das Licht, wie das Licht, wie das Licht. In den Armen geschmiegt. Sonnenschein lacht auf den Wegen, Rosen bricht Hölden jetzt nur. Im letzten Rose überlegen, doch wird es fest, dann greift zu. Bei der Regierung. Das ist ein Kerle. Aber von Ochse versteht er nichts. Und vom Wald auch nichts. Ja, eben. Davon verstand er doch selber viel mehr. Bloß das bringt euch nichts ein. Aber der Fremdenverkehr, der wäre für ihn etwas. Zimmervermieter. Aber verdient er in einem Monat so viel wie jetzt im ganzen Jahr hier simpel. Ja, ja, Sie auch, Frau Bürgermeister. Doch, hat er recht. Ja, richtig. Warum kommen die Leute überhaupt hierher? Wegen das bisschen gute Luft vielleicht, die haben wir in Berlin auch bessere und vor allem noch viel mehr. Wegen der Musik kommen die her, wegen dem Blasius. Er lebe hoch! Eine Kanalisation muss her! Ein Mordshotel! Das müssen Sie bauen, Herr Bürgermeister. Gut, ich ja recht hatte. Elektrisches Licht, fließendes Wasser, ein Schwimmbad im Wald, Spazierweg. Das ist der Fortschritt. Man wolle doch gar keinen Fortschritt. Fortschritt? Eben mehr. Das habe ich ja mal gehört. Also, du bist der Kerl. Eine, die verwischt wird. Du bist der Kerl, der den Artikel in dem Scheißblättle verbrochen hat. Ja, allerdings. So, allerdings. Was heißt hier allerdings? Du bist fristlos entlassen. Nein. Da kannst du nichts machen. Da stehst du machtlos, vis-à-vis. Mein Vertrag läuft noch 2 Monate. Zahle ich aus und jetzt nichts wie aus. Aber Papa, du brauchst ihn doch im Amt. Das ist mir Wurst. Nun hört mal zu, Leute. Einmal herhören, ja? Ist so ein klarer Fall, so klar wie Kloßbrühe. Domkapellmeister, ja, das ist ein weltberühmter Mann. Ein echter Künstler ist das. Sowas braucht ihr hier. Und kein Bauerndackel wie den. Was? Bauerndackel? Hallo, lass mal los.
Dulce sehr viel Rustikales hat. Dulce? Ah, ich glaube, ich habe meinen edelsten Teil verletzt. Ja, wer liegt denn da? Ein Blindgänger. Nicht anfassen, sonst krepiert er. Ja, mein liebes Kind, Alter. Mache Platz. Platz für den Herr Dompropst. Seine Hochwürden, der Herr Dompropst, erweisen uns allergnädigste hohe Ehre. Grüß Gott. Ah, gnädige Frau. Der Apotheker, es freut mich. Herr Dompropst. Herr Lehrer. Grüß Gott, Herr Dompropst. Ah, grüß Gott, Herr Domkapellmeister. Bitte kommen Sie doch zu uns Alten, nicht wahr? Darf ich bitten, meine Herren? Jetzt geht's los. Danke, mein Kind. Guten Abend, Herr Dompropst. Guten Abend, Frau Lehrer. Haltet, haltet, Ordnung muss sein. Stellt euch in drei, ihr Mädel. Und die Bursche auf die andere Seite. Einer am anderen sich rein. Macht euch herkommen und Frau von Cecilie da in St. Christoph. Wie es war, so soll es bleiben, Juf. Wie es alleweil war, so machen wir es auch. Die Mannsleit haben nichts zu sagen. Die Mädel haben die Wahl. Ja. Wenn die Sonne am Himmel lacht, rauscht das Kleid im Schrank, lockt die holde Frühlingspracht von der Ofenbank. Plötzlich Mädel und Stolzier, froh durch Wald und Feld, bald trifft dich ein Kavalier in die Märchenwelt. Wie getrau mit den Neinen in Kreis. Sie schmeißen mir raus, sie weiß. Ihr gehört hat in mein Winkel. Oh je, er weiß, als wird's im Winkel. Oh je, er weiß. Die gute alte Sitte. Wenn ihr erlaubet. Jetzt flutscht es, dass es staubet. Wollen Sie die Ehre mir schenken? Kann leider nicht dran denken. Tut euch ein Mädle wählen, dann darf er dir nicht fehlen. Mein Wort hab ich noch nie gebrochen. Seit deiner anderen Ehe versprungen, dann krieg ich zurück. Seid ihr frei? Nun ist mir einerlei, hätte zum Tanzer euch gern geführet. Habt ihr gegeben, mit engagiert? Herr Domkapellmeister, darf ich bitte? Mein liebes Kind, was fällt dir ein? Was halt nicht sein kann, kann nicht sein. Jetzt mach ich ganz was kann. Jetzt tanze ich mit dem Hax. Ihr wollt, ihr tanzt mit mir. Ja, ich will und die möchte ich sehen, ihr es hakt, mir in den Weg zu stehen. Thank you.
Malvine, ach, Malvine, mein Bein braucht eine Schiene. Und ich seh aus, als wie ein Pfau. Ich bin am Körper grün und blau. Malvine, ach, Malvine, sag, ob ich das verdiene. Erloschen ist die Liebesglut. Ich bin kaputt. Lasst euch sagen, die Glocke, die hat 12 geschlagen. Wo ist eigentlich dein Vater? Ich weiß nicht. Ich habe ja gar keinen. Umso besser. Dann brauchen wir nur die Muhme zu fragen, ob sie uns heiraten lässt. Meine Güte, das war eine Prügelei wie bei den Meistersingern. Ist Bärbel schon zu Hause? Ich glaube ja. Der Hans ist gleich mit dran. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Mhm. Hey, und wenn der Jürgen verrückt spielt, kommen Sie ruhig zu uns. Für so etwas haben wir immer nur ein Plätzle. Dankeschön, Herr Römer. Geh jetzt schlafen, Bärbel. Es ist besser. Zu deiner Muhme. Da liegt der Brief für euch. Für deine Tante und dich. Guten Morgen, Fräulein Bürgermeister. Guten Morgen, Herr Musikant. Eda, Wirt! Ja!
Was wollen Sie? Bringen Sie mir eine Flasche Wein. Oh, sehr gern. Ahlinger Schlossberg. So, ja. Probiere auslesen, du kostet aber die Flasche 30 Mark. Bringen Sie mir 5 Flaschen. Ich lade die ganze Gesellschaft ein. Ja, gut. 5 Flaschen. Das ist ein Hochstapler, der kriegt nichts. Guten bestimmt. Morgen. Guten Morgen. Herr Bürgermeister, wir brauchen einen Wagen zum Mittagszug. Da haben Sie nur eine Stunde Zeit. Sie müssen zuerst noch eine Aussage vor Gericht machen. Ich weiß gar nichts. Ich habe nur fürchterliche Keile bekommen. Und dann haben Sie mich ins Wasser geschmissen. Komisch, alle sind verhaubert und keiner hat Kauer. Mein armer Richard, überall hat er blaue Flecken. Am ganzen Körper. Am ganzen Körper? Am ganzen Körper? Oh, ich gratuliere. Das kannst du auch, lieber Freund. Einen Augenblick. Als Verlobte empfehlen sich Malvine von Heinau und Richard Löwenherz. Stein! Herzlichste Glückwunsch. Ja, hole die Flasche. Gratuliere herzlichst. Und ich gratuliere dir, dass du mich nicht bekommen hast. Wir wären kreuzunglücklich geworden. Wer weiß. Tja, du bist viel zu gutmütig. Viel zu schwach für Malvine. Die braucht eine feste Hand. Eine Herrennatur. Du wirst sehen, wie ich die dressieren werde. Richard, da komm mal her. Daher. Daher. Brav. Sag mal, du willst den Herrn im Hause spielen? Nur spielen, Geliebte. Vor den Leuten. Denn im Hause ist der Herr immer die Frau. Bravo. Gut dressiert. Ja, so ist es überall. Nur ich gebe es zu. Und die anderen schämen sich, es einzugestehen. Hab ich recht? Wo hast du geschlafen heute Nacht? Beim Römer auf dem Sofa. Aha, aha. Da haben wir wohl einen neuen Plan ausgekriegt, hä? Und ich hab immer geglaubt, er wird's dumm für so etwas. Ja? Ein stilles Wasser ist er. Aber ich hab ihn aufgehetzt. Du? Ja, weil er recht hat mit dem Fortschritt. Mhm. Und schüchtern ist er bloß, weil er mich mag. Jetzt wollte ich mir auch noch meine Tochter wegnehmen. Das mit dem Blasius ist noch nicht genug. Allmächtiger, wie sehen Sie denn aus? Gott, schick. Ja, erzählen Sie doch. Ja, ich komme doch. So reden Sie doch endlich. Ich rede ja die ganze Zeit. Bloß mit den Händen rede ich. Wissen Sie, was das heißt, wenn Evelina die Schnauze zuklebt? Das bin ich gewesen. Ich hab den Kerl heute Nacht so fein zusammengeflickt. Was? Da trinken wir einen drauf. Mann. Nee. Mir haben sie ganz schön zugerichtet. Ich sehe aus wie eine Baustelle. Überall Pflasterarbeit. Na, haben Sie nun genug von Ihrem Schwarzwald-Idyll? Das kann ich Ihnen sagen, Fräulein. Das Berliner Idyll ist mir lieber. Nicht wie ab Richtung Heimat. Nach Berlin? Na, dann können Sie ja gleich Trauzeuge bei unserer Hochzeit bloß sein. Trauzeuge? Na, da können Sie aber Schmuss sein, schlecht. Mir werden Sie nicht mehr los, das ganze Leben nicht mehr. Wenn der Mensch schon 30 ist und hübsch, brav und fleißig ist, sehnt er sich nach eigenem Hirt, der ist Goldes wert. Und dann trifft er seine Wahl, meistens in dem Karneval, wo sich Mauerblümchen mühen, im verborgenen Blühen. Länger nicht ertrag ich es, im Vertrauen sag ich es, wie die Hochzeit ich ersehn, wie die Stunden stille stehen. Doch dahin ist es noch weit, ich sag's ohne Schüchternheit, für mich ist nicht nur eine Hochzeit, für mich ist's höchste Zeit. Ich sei gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Nein, der Dritte soll ein anderer sein. Es kann ein Bub sein. Es kann ein Mädel sein. Und stellt sich beides ein, was sagt man nun? Ich will Mama sein. Ich will Papa sein. Und ich will da sein. Ich gehöre dazu. Es kann ein Bub sein. Es kann ein Bub sein. Es kann ein Mädel sein. Es kann ein Mädel sein. Und stellt sich ein, was sagt ihr nun? Ich will Mama sein. Er will Papa sein. Papa und er will da sein. Ich gehöre dazu.
ist für dich. Oh, morgen. Morgen. Na, du siehst ja gut aus. Ja, bei Nacht bloß ein Auge zugemacht. Und ich gar keins. Mein Kopf hat geschafft und mein Herz war auch ruhig. Aber heute Morgen war mein Kopf klar und mein Herz war ruhig. Und jetzt weiß ich, was ich will. Jetzt willst du Bürgermeister werden. Nein, du Sempel, du Sau. Hast du Sempel gesagt? Ja. Drum. Jetzt will ich mein Leben in Ruhe beschließen. Ich will ein Aufgebot bestellen. Ach, du willst dein Hannele verheiraten. Recht hast. Du hast auch das richtige Alter für einen Großvater. Großvater? Der passt wohl besser zu dir. Lasse, wir sind doch miteinander in die Schule gegangen. Ja, aber du bist immer auf der Eselsbank gehockt. Ja, dafür bin ich auch Bürgermeister geworden. Eben. Da kannst du nichts machen, da stehst du machtlos vis-à-vis. Herein, entschuldige. Herein! Grüß Gott, Sie haben mich rufen lassen, Schultes? Ja. Heiligst du noch wieder nochmal, wo habe ich denn bloß? Da ist doch wieder einmal ein Brief gekommen von der Obervormundschaft an die und der Hex, deine Tante. An mich auch? Was steht denn da drin? Moment. Da. Mach's halt auf und lese. Halt, zuerst unterschreiben. Wollt ihr nicht so gut sein, Herr Domkapellmeister? Aber gerne. Schließlich sind ja deine Angelegenheiten jetzt auch die meinen. Steht was Schlimmes in dem Brief? Lass mal sehen. Eine amtliche Sache gehört auch vor eine Amtsperson. Da, Bürgermeister, Polizeikommissar. Und Nachtwächter. Da kannst du nichts machen. Und jetzt verschwind. Bärbele, ich hab dir heute was sagen wollen, was für dich genauso wichtig wäre wie für mich, aber... Jetzt kann ich das halt nicht mehr sagen. Warum nicht? Wegen dem dummen Brief da. Herein! Das soll ein Brief sein für mich. Bärbele, Schätzchen, du bist schon da. Hier nebenan wird schon eine Verlobung gefeiert. Herr Domkapellmeister, darf ich Ihnen meine Braut vorstellen, mit Einwilligung der gnädigen Frau Tante? Nun, Herr Domkapellmeister, was sagen Sie dazu? Wie? Da, lesen Sie den Brief. Hanno, dass es Ihnen doch noch eingefallen ist, auch mich zu fragen. Das ist ja egal. Ich habe ja nichts mehr zu sagen. Aber Meister, ohne eure Wille tue ich doch keinen Schritt aus dem Haus. Aber gestern, wo die Kerle mir hin verhauen wollen, da hat er mich beschützt. Und vorher hat er mich zum Tanz geführt, vor alle Leute. Und dann hat er mir in den Arm genommen und gesagt, dass er mich ganz arg mag und dass er die Mumme fragen tät, ob er mich heiraten dürfte. Mi, Slumpe-Prinzessle. Bärbel, hast du den Brief gelesen? Nein, um Himmels Willen, was ist? Was steht drin? Bärbele, du bist rehabilitiert. Was bin ich? Ist das was Schlimmes? Bärbele, wir sind aus dem Schneider. Was sind wir? Dein Vater ist gestorben. Aber vorher hat er dir nur zwei Kinder erkannt. Und Geld hat er dir hinterlassen. Oh, heimlich viel. Bärbele, du bist reich. Ach, ich muss mich setzen. Meister, ich muss euch ein Kissle geben. Meister, ich auch. Der vom Bärbele war besser. Da kannst du nichts machen. Da stehe ich machtlos wie der Wie. Kinder, was ist denn los? Oh, ist das aber eine rührende Familienszene. Kommt rein, stoßt an, wir feiern Doppelverlobung. Oh ja, und der Meister wird spielen. Kommt dann. Marine. Drei Verlobungen auf einmal? Da müssten wir doch alle hier im Dom heiraten. Du bist ein Schatz.
als sie fest in den Armen geschmiegt. Sonnenschein lacht auf den Regen, was sie bestimmt, das ertragen.